Michael liebt die Arbeit mit Kindern. So sehr, dass er sich mit 44 Jahren entschieden hat, noch einmal eine Ausbildung zu machen und Erzieher zu werden. Ursprünglich hat er vor vielen Jahren Versicherungskaufmann gelernt. Nach einem Arbeitsunfall und einer dadurch bedingten Berufspause hat er allerdings immer wieder in pädagogischen Einrichtungen gearbeitet und Freude daran gefunden. Ich habe mich da auch schon entschieden, das zum Beruf zu machen, und in Schleswig-Holstein oben gibt es diese berufsbegleitende Weiterbildung nicht, und deswegen habe ich mich entschieden, auch nach Hamburg zu gehen und die Ausbildung hier zu machen. Im Rahmen der berufsbegleitenden Weiterbildung zum Erzieher arbeitet Michael 24 Stunden in dem Hamburger Bewegungskindergarten Spokis und geht an 2 Tagen in der Woche in die Fachschule für Sozialpädagogik. Auch sein Kollege Malte ist einer von über 600 Menschen, die in Hamburg die berufsbegleitende Weiterbildung machen. Erst absolvierte er eine Ausbildung zum Zahntechniker. Danach begann er ein Physikstudium. Doch glücklich machte ihn das alles nicht. Ich wollte irgendwie einen Beruf haben, der abwechslungsreich ist, Spaß macht, wo ich gerne hingehe und nicht morgens denke, ich habe überhaupt keine Lust zu arbeiten. Und ja, wollte einfach irgendwie was Sinnvolles machen. Und so mit Kindern arbeiten irgendwie, das weiß ich nicht, macht jeden Tag irgendwie wieder neu Spaß. Es ist immer unterschiedlich, jeder Tag ist anders, und ja, deswegen bin ich Erzieher geworden oder werde ich Erzieher. Bei den Spokis erlernen insgesamt 5 Menschen so ihren Beruf, darunter 3 Männer. Kita-Leiterin Kirsten Klank hat sich bewusst für dieses Ausbildungsmodell entschieden. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und empfinden die berufsbegleitenden Auszubildenden als Bereicherung für uns. Die können sofort eingesetzt werden, die müssen nicht so beaufsichtigt werden wie Praktikanten. Die bringen Erfahrung mit, haben Lust, was auszuprobieren, und zwar immer frisch. Sie haben Schule und Praxis im Wechsel. Das heißt, manchmal haben sie mittwochs was gelernt, was sie donnerstags ausprobieren wollen. Das ist optimal, da haben wir was von. 16 Stunden pro Woche verbringen die berufsbegleitend Auszubildenden in der Fachschule. Maltes Klassenkameraden in der FSP 1 sind zwischen Anfang 20 und Anfang 50. Ach, das fiel mir jetzt gar nicht so schwierig, weil ich vorher auch noch studiert hatte und jetzt gar nicht so lange raus war aus dem ganzen Schulalltag und ja davor auch Abitur nachgemacht hatte, und deswegen ging das für mich eigentlich recht einfach, aber ich weiß von Klassenkameraden, dass das für einige nicht ganz so einfach war. Die mussten sich erstmal wieder dran gewöhnen. Malte ist 31 Jahre und im 5. Semester. Heute stehen die Fächer Sprache und Kommunikation sowie sozialpädagogisches Handeln auf dem Stundenplan. Da die Schüler alle mindestens 15 Wochenstunden arbeiten, ist der Theorieteil im Vergleich zur grundständischen Ausbildung verdichtet. Insgesamt erlebe ich das Niveau in den berufsbegleitenden Klassen vom intellektuellen Niveau als vergleichbar mit der grundständigen Ausbildung, aber von der Professionalität, Diszipliniertheit und auch dem Willen, wirklich was zu lernen, sehe ich einen Unterschied, und insofern sorgen die BBB-Schülerinnen und Schüler auch mehr für sich, dass sie auch wirklich in der Zeit, die sie ja nun auch wirklich als Mehrbelastung erleben, auch wirklich was passiert, was ihnen nutzt. Manche berufsbegleitend Auszubildende bringen einige pädagogische Vorerfahrungen mit. Anderen hilft der Unterricht vom ersten Tag an für die Arbeit. Ich hatte jetzt gar keine Vorerfahrung in dem Bereich. Und da war das schon hilfreich, so ein bisschen die Theorie sozusagen zu lernen und auch praktische Sachen, also Sachen für die Praxis, die wir hier gelernt haben. So wie man Angebote plant und durchführt. Weitere Fächer der Erzieherausbildung sind unter anderem Entwicklung und Bildung, Gesellschaft, Organisation, Recht sowie Musik, Spiel und Bewegung. Für Spiel und Bewegung sind Michael, Malte und die Kinder bei den Spokis immer zu haben. Die beiden Azubis werden durchaus vollwertig eingesetzt und sind wichtig für die Arbeit der Kita, weil sie die nötigen Grundvoraussetzungen mitbringen. Männer müssen, um hier arbeiten zu können oder berufsbegleitend Auszubildende, grundsätzlich ein großes Herz haben, um mit Kindern zu arbeiten und belastbar sein. Es läuft nichts nach Schema F. Jeder Tag ist anders, improvisieren können müssen sie, das muss man mitbringen, ja. 3 Jahre dauert die Ausbildung, egal ob mit pädagogischen Vorerfahrungen wie Michael oder ganz ohne wie Malte. Beide sind mit diesem Ausbildungsmodell sehr zufrieden.
finde die berufsbegleitende Weiterbildung super. Man hat halt die Möglichkeit, neben der Schule, dadurch, dass man ganz normal arbeitet, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich glaube, das gibt auch gerade Leuten in unserem Alter die Möglichkeit, überhaupt die Erzieherausbildung nochmal wahrzunehmen. Genau, dadurch, dass man Geld verdient und nicht nur zur Schule geht und ja, nichts verdient. Ja, und ich finde die Verbindung zwischen Theorie und Praxis eben halt auch sehr gut, dass man in dem Beruf das, was man in der Praxis lernt, in der Theorie mit anwenden kann in der Schule, aber andersrum das, was man in der Schule lernt, auch gleich in der Praxis ausüben kann und lernen kann. Für diese beiden Quereinsteiger jenseits der 30 ist die berufsbegleitende Weiterbildung zum Erzieher genau das richtige Sprungbrett in eine neue berufliche Zukunft.